Hallo Leute, ich bin Jakob von den Leoniden und ja, erste Male sind jetzt das Thema und ich ziehe mal einen Zettel und guck mal. Wie war euer erster Auftritt vor Publikum überhaupt? Ich spreche für mich selber, weil ich erst seit 4 Jahren bei den Leoniden bin und schon länger Musik mache. Und mein erster Auftritt war auf dem Spargelfest im Nachbardorf. Und super geil. Wir haben Nirvana gecovert. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr von der Bühne kommt und so umziehen? Das ist echt widerlich. Das ist wirklich widerlich. Also wir wissen, dass viele Bands auf der Bühne schwitzen, aber es ist bei uns... Nee. Kommt uns mal live angucken und ignoriert uns 5 Minuten nach der Show, bis wir neue T-Shirts anhaben und Hosen. Eure ersten Jobs? Ich glaube tatsächlich, mein erster richtiger Job, den hatte ich quasi mit dem Zivildienst. Gibt es hier Zivildienst auch eigentlich? Heißt es ja so? Genau, da habe ich bei so einer, die Paritätischen hieß das, habe ich so Kinder in der Schule betreut. Und danach den ersten Job, den ich mir selber ausgesucht habe, um neben der Musik ein bisschen Kohle zu verdienen, war in einem Lager, wo wir vegane Würstchen verschickt haben über das Internet. Wie war euer erster Kuss? Oh, nice. Mein erster Kuss auf den Mund war, da war ich noch richtig klein und dann habe ich die Augen zugemacht und ein anderes Mädchen hat mir auf den Mund geküsst. Und ich war so, bin fast umgefallen. So schön war das. Und dann mein erster richtiger Kuss, der war nach einer Hausparty nachts. Wie hieß der erste Song, den ihr geschrieben habt? Könnt ihr ihn noch? Ich glaube, es hatte keinen Namen, aber ich habe... Okay, pass auf. Ich hatte so ein Keyboard von Aldi. Aldi heißt hier anders, ne? Hofer, genau. So ein altes Bontempi-Keyboard und da waren so Presets drauf, so Preset-Songs. Und ich habe einfach von einem die Melodie geklaut und gehofft, dass es keiner merkt. Die erste Zeile war, I am I and no other guy and I will be that forever in my lifetime. Das ist doch episch, oder? Alles von Pokémon und Digimon gelernt. I am I and no other guy and I will be that forever in my lifetime. So war das, genau. Das erste Konzert, auf dem ihr wart. Ich war mit meiner Mutter bei Aldi Meola, so einem klassischen Gitarristen. Und das fand ich ganz, ganz toll beeindruckt. Und das erste, auf dem ich alleine war, ich weiß noch, dass ich zu Tattoo wollte. Kennt ihr die noch? All the things she said, all she said. Meine Mama hat mich nicht gelassen. Das waren 50 D-Mark. Euer erster Celebrity Crush. Oh, ich glaube Avril Lavigne. Die war so cool. Und die war so Punk. War sie gar nicht. Major Label. Das erste Album, das ihr euch gekauft habt. Ich glaube, so Bravo-Hits-Compilations zählen jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Weißt du, alle haben immer so, ich habe damals mir schon, habe ich mir Nevermind von Nirvana gekauft und Mini-Playback-Dance-Show, da waren nur Hits drauf, es war einfach geil. Könnt ihr euch noch an euren ersten Absturz erinnern? Ja, also es war eigentlich Standard in der Disco und dann irgendwann weg und gekotzt wie ein Blöder. Aber was ich daran bedeutsam finde, ist, was man damals noch gesoffen hat. Erstmal war es Erdbeer-Limes, kennt ihr Erdbeer-Limes? Und Flying Hirsch. Jägermeister Energy. Bap, bap! Das war geil. Wie war der Moment, das erste Mal deinen eigenen Song im Radio zu hören? Unfassbar, unfassbar. Und ist tatsächlich ein Gefühl, was sich nicht abnutzt. Also jedes Mal, wenn ich einen Song von uns in einem Radio höre oder wenn wir zu einem Radiosender gehen und da gerade noch ein Song von uns läuft, denke ich immer, jemand hat das bei Spotify angemacht. Wirklich mir vorzustellen, dass es Leute gibt, die gerade mitten in ihrer Bubble sind, dass die auch das hören, was wir so für Musik machen, ist ein krasses Gefühl und bleibt ein krasses Gefühl. Vielen Dank, ich war Jakob von den Leoniden und jetzt wisst ihr was über 11 meiner ersten Male.